Wir sind jetzt hier beim Grab von Kurt Reinisch. Kurt Reinisch ist überhaupt ein Wiener Faktotum im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat viele Funktionen im Verein gehabt und war auch ein sehr treuer Anhänger. Reinisch, Jahrgang 1914, hat als Zehnjähriger von seinem Vater die Wiener Mitgliedschaft geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ist über 80 Jahre lang dann Mitglied der Wiener gewesen. Hat ein riesiges Archiv aufgebaut an Fotos, an Zeitungsausschnitten, an Festschriften. Hat ein eigenes Buch geführt, wo er eingetragen hat die Aufstellungen, die Ergebnisse der Spiele der Wiener über Jahrzehnte hindurch. Also ein Großteil des Wiener Archivs basiert eigentlich auf seinen Unterlagen, die er uns hinterlassen hat. Er war dann auch eine Zeit lang beim Verein auch angestellt, er war auch Clubsekretär. Er war auch Leiter der Tischtennissektion zu der Zeit, wie die Trude Pritzi bei der Wiener gespielt hat. Die war dann auch Weltmeisterin. Er war eine Zeit lang auch Jugendbetreuer bei der Wiener, hat wie gesagt auch das Archiv betreut, hat die Mannschaft auf Reisen begleitet und bis ins hohe Alter ist er immer wieder auf die hohe Warte gepilgert, hat mitgefiebert mit den Blau-Gelben und ihm verdanken wir wirklich sehr, sehr viel. Und darum sind wir zum Jubiläum des Vereins auch hierher auf den Silveringer Friedhof zu seinem Grab gekommen, um ihm zu gedenken.